Boah, jetzt war die schon mega lang. Und seit eineinhalb Stunden ist noch nie mehr rausgekommen. Aber ich warte so lange, bis ich die perfekten Bilder von ihr habe. Da kommt sie endlich. Sie darf mich aber nicht sehen. Ja, ist gut. Das ist weg. Ja, komm schon mal. Paparazzi. Ein spannendes Wort, welches viele Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Was steckt aber wirklich dahinter? Promis wie zum Beispiel Prinzessin Diana wurden ein großes Opfer von Paparazzis. Lady Di wollte Ferien in Paris machen, doch eines Abends wurde sie von mehreren Paparazzis verfolgt. So kam es zu einem schlimmen Autounfall, der ihr, ihrem Freund und dem Fahrer das Leben kostete. Dies, was mit Prinzessin Diana geschah, war ein sehr tragisches Ereignis, welches vor dem Fliehen von Paparazzis zu einem unglücklichen Ende führte. So kann man sehen, wie weit Paparazzis gehen, um einen Schnappschuss zu erhalten. Durch ein Interview im Internet konnten wir von einem Paparazzi aus Deutschland erfahren, wie es ist, gehasst zu werden. Er erzählte Folgendes. Dem Paparazzi ist es eigentlich ziemlich egal, dass er in die Privatsphäre von bekannten Menschen eindringt. Wenn den Promis etwas Peinliches passiert, ist es deren Problem. Außer jemand liegt schlimmstenfalls beispielsweise im Sterben, dann hält er sich raus. Seine Aussage sei auch gewesen, dass er mit Familien wie die des berühmten Rennfahrers Michael Schumacher Mitleid hat. Doch wenn der Promis knutschen sähe, die eigentlich nicht zusammengehören, hat er überhaupt kein Mitleid. Paparazzis hörten schon oftmals, sucht ihr einen richtigen Job. Jedoch stört das die meisten Paparazzis nicht, da sie ihren Beruf mit Leidenschaft machen. Der Job als Paparazzi hat immer so einen gewissen Nervenkitzel. So das Statement des deutschen Paparazzis. Am Anfang fragten wir uns ja, wie es ist, für Paparazzis gehasst zu werden. Doch wie sich herausstellt, machen diese einfach nur ihren Job und den machen sie mit Leidenschaft. Wir sollten andere Menschen nicht für ihren Job kritisieren. Doch, sind wir mal ehrlich, Paparazzis braucht eigentlich keiner. Trotzdem ist es ein Job, den wir zu respektieren haben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Unser Ziel war es, dich über einen Beruf zu informieren, von dem viele Menschen wissen, aber sich nicht bewusst sind, was wirklich dahinter steckt.